Guten Abend, das Wetter. Genau. Die Lottozahlen, nein, die Lottozahlen hatten wir gerade. Ja, der letzte Talk hier oder der letzte Workshop ist, liebes Dr. Sommerteam, ihr fragt, wir versuchen zu antworten. Was auch immer ihr schon mal auf dem Herzen hattet, was Netzwerk angeht, ob ihr mal mit jemandem drüber reden wollt, dafür ist jetzt die Zeit. Also aufs Sofa könnt ihr nicht, aber wir können drüber reden. Ja, also wer was sagen will, bitte Hand heben, der kriegt dann das Mikrofon. Genau. Der Jörg möchte mit uns nee, reden. Nee, der nicht. Dann der junge Mann da vorne. Ja, hi, ich habe mal eine Anfängerfrage. Und zwar möchte ich gerne den Unterschied wissen zwischen einem Layer-2-Switch und einem Layer-3-Switch. Willst du oder soll ich? Fang mal. Na, ich mach. Also, der Layer-2-Switch hat vielleicht eine Management-IP-Adresse. Und kann tatsächlich nur in einem LAN switchen, Pakete hin und her bewegen. Wenn ich jetzt VLANs habe, kann ich die mit einem Layer-2-Switch voneinander trennen. Ich kann aber nicht zwischen diesen VLANs routen. Das ist das, was der Layer-3-Switch macht. Der hat nämlich noch ein Routing-Modul da drin. Dem kann ich mehrere IP-Adressen geben. Und dann kann der Pakete von einem Netz ins andere routen. Verstanden? Gut. Heißt es Router oder Router? Router's gonna route. Fragst du einen Engländer oder einen Amerikaner? Wie fühlst du dich? Im Moment eher Englisch. Was ist denn mit dem Jörg? Der hatte doch eine Frage. Ich habe ein bisschen Angst vor der Frage. Ich möchte ja zu Hause auch mal IPv6 verwenden. Welchen Provider wähle ich denn da am besten? Also weder O2, Vodafone weiß ich jetzt nicht. Ich bin mit meinem DTAC-Anschluss sehr zufrieden. Ja, er ist teuer, aber er funktioniert. Ich glaube, so richtig viel Auswahl gibt es da auch tatsächlich gar nicht mehr. Ich bin mir gar nicht sicher, was mein Unity Media mir da rausrotzt. Ich glaube, da gibt es leider einen DS-Lite-Anschluss. Das heißt, V6 wäre erstmal da. DHCP V6 PD habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich mir das per Tunnel schon seit Jahren selbst gebaut habe. Aber vermutlich müsste das bei Unity Media auch gehen. Habe ich noch nie ausprobiert. Wenn man sich den Also wenn man sich den Schmerz mit Pure, was der Nachfolger von Telecolumbus etc. ist und Primacom antun möchte, funktioniert das tatsächlich auch mit einer eigenen Fritzbox dran, tatsächlich auch im echten Dual-Stick mit ein bisschen cool. Gefriemel. Wir hatten vorhin die Frage nach welche Domain, Top-Level-Domain man im privaten Heimnetz verwendet. Und da war auch die Empfehlung, na dann klickt ihr doch eine, einfach eine DE-Domain, dann kollidiert die mit nichts, die kostet 3 Euro im Jahr und dann ist das gut. Wenn ich das Ganze jetzt genauso in BGP machen wollen würde, müsste ich ja ein AS registrieren. Nee, musst du nicht, weil es zwei Bereiche von privaten AS-Nummern gibt. In den 16-Bit-Space fängt das bei 64.000 Keks an und geht bis 65.000 Keks relativ weit hoch. Mhm. Und im 32-Bit-AS-Space sind das ganz viele 42er vorne und dann noch ein paar Zahlen hinten dran. Es gibt Private ASN-Ranges. Ja, okay. Ich glaube, ich kenne schon die Antwort von mindestens dir, Max. Die wird darauf hinauslaufen, dass du sagst, ja, dann änderst du einfach in deinem Provisioning. Trotzdem die Frage dazu, wenn ich mit sowas etwas aufbauen wollen würde, was potenziell irgendwann mal mit was Offiziellem peeren soll, dann würde ich von vornherein natürlich irgendeine öffentliche AS-Nummer nehmen. Brauchst du gar nicht. Oder darfst du gar nicht, wenn sie nicht dir gehört.
weil ich habe schon öfter gesehen, dass irgendwo jemand angefangen hat, BGP zu konfigurieren und dann steht da sowas drin wie AS17, was, glaube ich, irgendeine Uni in den USA ist. Und aber steht halt gerade so in der Junipert-Dokumentation. Also nimmt man halt AS17. Also die Messlatte, eine offizielle AS-Nummer zu bekommen beim RIPE, heißt, du musst mindestens 2 Peering-Partner haben. Die musst du beim Beantragen auch angeben. So, wenn du die noch nicht hast und nicht benennen kannst, kriegst du auch keine. Das heißt, du musst sowieso mit irgendwas Privatem anfangen oder so lange warten, bis du deine 2 Peers upstream sonst was hast und erst dann anfangen. Aber es hindert dich ja auch niemand daran, einen Router aufzusetzen, der in dem Public AS ist, wenn du es denn dann brauchst und intern mit deinem internen AS redest, was du dann der Reihe nach umkrempeln kannst. Es gibt noch ein anderes Problem dabei, dass RIPE, die AS-Nummern, die du da bekommst, müssen announced werden. Sonst kriegen die Hostmaster, kommen dann nämlich um die Ecke und reclaimen das nachher, wenn du das nicht aktivierst, wenn sie das nicht in der Routing-Database sehen. Und das zweite Thema ist, du musst keine 2 Uplinks haben. Du kannst eine sogenannte Sponsored AS-Nummer bekommen. Wenn du einen freundlichen Internet-Provider hast, einen freundlichen LIR, der dir die AS-Nummer sponsert, dann fällt die Regel weg. Aber das Portal, in dem ich das klicke, da muss ich doch 2 PAS angeben. Das hast du aber über den Sponsoring-LIR. Der Sponsoring-LIR braucht 2. Der kann aber dann wiederum dir eine AS-Nummer geben. Wenn du selber nicht LIR bist. Na, ich bin ja LIR und selbst du als LIR musst natürlich deine 2 Upstreams angeben. Aber du kannst da die Nummer, die du bekommen hast, einfach weitergeben. Das steht so in der Dokumentation beim RIPE. Ist ein ganz normaler Standardprozess. Address Policy wird das wohl irgendwo stehen haben, ja. Irgendwo war doch gerade noch eine Hand, weiter in der Mitte, glaube ich. Nochmal eine Frage zu IPv6 privat. Bei der Telekom ist es ja so, dass ich einen dynamischen Adressrange bekomme und da gibt es dann teilweise Probleme, dass nachgelagerte Geräte nicht damit klarkommen, wenn sich auf einmal der Präfix ändert. Habt ihr da eventuell schon Erfahrungen mitgemacht und eventuelle Lösungen parat? Einfach die Präfix-Lifetime runterdrehen. Also bei Ubiquiti, bei diversen, ich glaube, den Edge-Routern oder so haben wir das festgestellt, die kriegen das einfach nicht mit. Also da ist auch nicht eingebaut, dass die irgendwie checken, mein Präfix hat jetzt die Lifetime abgelaufen, da muss ich mal was erneuern. Das sollten die Ubiquities eigentlich, also ich habe einen Ubiquiti-Edge-Router zu Hause an einem Telekom-Anschluss, das läuft total problemlos. Wenn du natürlich jetzt noch eine Ubiquiti weiter hinten hast, der sollte aber eigentlich von seinem Upstream eine Lifetime mitbekommen, beziehungsweise kriegt er ja ein neues Präfix-Announcement, sobald ein neues Präfix da ist. Und das sollte er dann auch benutzen. Genau, na, aber er benutzt ja immer das Neueste dann im Zweifelsfall. Das heißt, das alte Präfix ist noch drauf, das läuft aber aus. Und sobald er ein neues Präfix kriegt mit einem neuen Default-Announcement, wird das ja genutzt. Okay, danke. Also sprich, sollte eigentlich funktionieren und keine Probleme haben. Vielleicht mal im Forum posten, manchmal finden sie da auch Dinge. Oder mal die neueste Beta-Firmware nehmen. Aber Falk, ist es nicht so, dass du, wenn die Prefix-Delegation sich ändert von deinem Provider, kriegst du ja über DHCP die Prefix-Delegation, den Change mit von deinem Uplink. Genau. Dann konfigurierst du die Dinge entweder mit Slack oder du hast dir mit DHCP V6 die Endgeräte konfiguriert. Wenn du DHCP V6 hast, musst du wahrscheinlich auf das Renew-Paket warten, bis du den Update da pushen kannst. Aber wenn du Route Advertise Daemon benutzt, also Route Advertisement, müsste er doch in dem Augenblick, wo das Prefix weg ist, den Route Daemon eigentlich nur einmal neu starten und dann ist der neue Prefix auch drin. Das müssten die Geräte doch über die Multicast-Gruppe sofort merken. Genau, das meine ich ja. Ne? Also die müssten das sofort mitkriegen. Die Frage ist halt, wie lange sie das alte noch drin behalten, weil das ja noch nicht abgelaufen ist. Du hast ja eine Lifetime im Router Advertisement. Aber die kann man ja einfach ein bisschen runterdrehen. Man muss ja nicht irgendwie 7200 Sekunden nehmen, man kann ja auch 600 nehmen. Mehr Fragen? Hast du da hinten kein Mikro? Der Kameramann hat kein Mikro.
praktische Frage, Heimsetup, IPv6 only, also Konstellation, Netzwerkdrucker, zieht in IPv4 seine IP-Adresse ganz normal per DHCP, kann bei IPv6 auch Slack, also würfelt sich halt eine Adresse und hat die dann. Problem ist, wie spreche ich das Ding an? Also standardmäßig unter V4 hat das Ding halt im DHCP eine MAC-Adresse stehen, kriegt aus dem Subnetz, was ich zu Hause konfiguriert habe, eine V4-Adresse, immer die gleiche, alle sind glücklich. IPv6, das Präfix ändert sich dynamisch, sprich die Target-Adresse ändert sich, sobald der Provider ein neues Präfix zuweist. Richtig. Wie finden meine Clients den Drucker, wenn sie nicht irgendwie Neighbor-Discovery oder sowas machen auf Application-Level? Multicast DNS. Bonjour. Rendezvous. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Er ist aber in dem Fall tatsächlich die einzig gangbare Lösung, ne? Dass die Geräte halt ihre Dienste selber announcen und die du dann entsprechend nutzen kannst. ULA? Ja, man könnte natürlich irgendwie im Netz ULAs vergeben, müsste dann aber NAT auf das passende Präfix nach außen machen. Auch unschön. Nein, nicht zwingend NAT. Das könnte ja, man könnte ja beides haben. Irgendwie ein statisches ULA, wo der Drucker sich eine dann statische IP zieht. Intern kann ich es routen oder auch nicht. Und wenn der Drucker sich noch eine Public IP zieht, würde er die ja nehmen, um ins Internet zu kommen, wenn er das denn überhaupt wollte. Stimmt. Vielen Dank. Wenn ich da nochmal einhaken kann. Du kannst im Slack ja auch sagen, dass der Client danach trotzdem noch zum DHCP-Server laufen soll und sich da nochmal eine neue Adresse holen soll. Wenn ich einen habe, was im Heimnetz ja tendenziell eher nicht der Fall ist. Ja, okay, aber grundsätzlich könnte man da über den DHCP-Server dann trotzdem wieder versuchen, das Ganze dann irgendwie abzufangen und ins DNS zu pushen. Ja, aber ich habe ja, wenn ich im Slack das Managed Flag habe, holt sich der Client ja keine Adresse per Slack, sondern dann nur per DHCP V6. Ja, aber dadurch kriege ich es ja dann wieder ins DNS, weil ich auch im DHCP-Server verwalten kann. Was natürlich. Darum geht, da ich im Client halt keine IP-Adresse oder einen Hostnamen von dem Drucker konfiguriere, könnte ich darüber versuchen abzufangen. Gut, das sollte dann reichen. Oder ich halt, wie gesagt, ich habe zwar keine Ahnung, wie man im DHCP-Server dann dynamisch den Pool ändert, aber irgendwie über Spukmagie und Hexenwerk. Ja. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall tatsächlich, wie Stefan sagte, ein ULA-Präfix, ein normales, kann ich ja machen. Wie auch immer man das auf einer Fritzbox konfiguriert, im Zweifelsfall. Ja gut, es gibt dann so Dinge, da reichen die Plastikrouter dann halt nicht mehr aus. Da muss es dann anderes Plastik sein. Oder ein kleines Metallgehäuse. Da direkt noch eine Frage hinterher. Wenn ich die dynamischen Präfixe vom Provider habe, ist da spontan ausfällig, wie ich auf dem Linux irgendwie erkennen kann, dass sich der Präfix geändert hat, um ein NS-Update rauszuschicken, dass meine Server sich selber im DNS-Server registrieren, außer irgendwie ein Cronjob und alle 5 Minuten gucken, ob sich die IP geändert hat? Ich mache es tatsächlich so, Cronjob alle 5 Minuten. IP-Watch. Ich hätte auch erwartet, dass es da irgendwas gibt, wo ich mir so ein Event abholen kann. Ja. Na gut, dann brauche ich wahrscheinlich irgendwas, was auf die Netlink-Events wartet. Also es gibt ja IP-Route-Monitor, vielleicht gibt es auch IP-Address-Monitor, was ich als Command-Line-Tool aufrufen kann, das ist jetzt geraten, und dann irgendwie Events kriege, also das dann vielleicht parsen kann. IP-Route-Monitor gibt es ja meines Wissens, wo irgendwelche Updates dann rausgeschrieben werden. Ja, das kommt ja per Netlink, genau. Das gibt es wahrscheinlich auch für Adressen. Das ist aber geraten. Gut, dann gucke ich mir das mal an, danke. Noch eine Anmerkung zu deiner Frage mit dem DNS. Da muss natürlich, wenn den Drucker mit DNS ändert, bei der Präfixänderung muss natürlich den Cache-Timeout in dem DNS-Eintrag so niedrig knüppeln, dass der im Prinzip jedes Mal beim Authoritative Name Server nach der Adresse fragt. So, von euch noch was, weil der Talk lebt von eurer Beteiligung. Wir sitzen hier nur und antworten. Oder trinken Malzbier. Da hinten.
Bird oder FFR als Routing Daemon? Was sollte man verwenden? Das kommt drauf an. Was willst du denn machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Routing Table mit einer Handvoll Routen habe, welchen Daemon setze ich da am besten ein? Bei klassischem reinem Routing, ohne fancy Stuff wie EVPN oder sowas, würde ich persönlich einen Bird nehmen, aus historischen Gründen. 1.6. Bird 1.6 stand heute, ja. Also ich habe mir 2.0 noch nicht angeguckt, habe ich noch keine Erfahrung mit. Da ist, glaube ich, sogar ein bisschen mehr MPLS drin, aber wenn es wirklich um klassisches Routing geht, reicht ein Bird 1.6. Das ist abgehangene Software, der dreht. Und wenn da jetzt noch sowas wie EVPN oder sowas dazu kommt? Dann ist Bird raus, dann sind wir bei Free Range Routing. Okay. Kannst du mit FR eigentlich MPLS auf Linux machen? Weißt du das? Also du kannst ja MPLS von Hand machen. Ja, also ich kann die Forwarding Plane ja zu Fuß bauen. Mhm. Mit IP Route etc. Das geht. Ich glaube, ein LDP ist da nicht drin in FRR. Also wäre genau die Frage, das LDP wirst du normalerweise beim MPLS-Stack mitgeliefert kriegen als eigenen Daemon. Genau. Weil der ja automatisch die Pfade bestimmt. Das Interessante ist, ob das BGP 4 Plus mit den MPLS-Erweiterungen wirklich komplett implementiert ist. Denn die würde wahrscheinlich sogar die Möglichkeit haben, Quality of Service dann nachher sogar über BGP laufen zu lassen. Das ist ja der Vorteil gegenüber LDP, dass du das mitmachen kannst. Genau, dann kannst du gleich TE mitmachen und diese ganze Pfad-Discovery. Da bin ich tatsächlich unsicher, was da drin ist. Das habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Na, die Implementierung, die ich bei MPLS bisher gesehen habe, die sind eigentlich recht minimalistisch, würde ich es mal so formulieren. Na, sagen wir mal so, das Forwarding-Plane-Zeug, was im Linux-Kernel drin ist, das funktioniert. Also NCAP, DCAP, Label-Swap etc. und Label-Stack, Blafuzzle. Also da kann man beliebig viel bauen. Da kannst du sogar MPLS over UDP einpacken und so Scherze und das dann auf irgendwelchen QFXen decappen lassen. Da kann man ein schönes Segment-Routing mit zusammenstöpseln, wenn du Linux-Server hast. Das muss man aber meines Wissens noch relativ zu Fuß bauen. Die Frage ist, inwieweit Path Discovery, das ist ja eher die größere Frage. Dass das im Kernel, dass du die Tags umkleben kannst, denke ich mal, das ist klar. Aber die Frage ist, ob er die passt. Path Discovery, wie der Prozess läuft und ob er darauf auch Quality of Service machen kann. Wobei ich das in der Wildbahn nie gesehen habe, dass jemand wirklich BGP für MPLS benutzt hat. Die meisten haben halt LDP da drin am Laufen. Oder nageln die Dinger sogar statisch rein. Also Bird 1.6 ganz auf gar keinen Fall. Ich meine, im Bird 2 Changelog habe ich mal was gesehen, dass da MPLS auftaucht. Ich weiß aber nicht, to what extent. Bei FRR bilde ich mir ein, dass da auch mal irgendwo MPLS aufblitzte, aber was die genau können, weiß ich nicht. Es kann sein, dass da sogar ein LDP mittlerweile drin ist, dass aus der Cumulus-Dunstkreis irgendwie ein LDP oder irgendwas in der Richtung damit reingefallen ist. Die Alternative ist, Go zu lernen und es in Bio einzuhacken. Dürfen wir dich dann fragen? Wonach? Nach Bio? Es ist auf GitHub. Der persönliche Kontakt zählt. Send Issues, send Pull Requests. Okay, vielleicht vorher mal drüber reden, wäre schon ganz elegant. Wenn ich mir jetzt mal so eine Netzwerkumgebung simulieren möchte, ein paar Router-Switche da reinhauen, da gibt es ja hier, keine Ahnung, EVNG oder irgendwie sowas oder GNS3. Kennt ihr noch irgendwelche anderen Tools, die es eventuell wert sind, sich da mal anzugucken? Oder sind die beiden so das Mittel der Wahl da? Also die beiden wären tatsächlich das Mittel der Wahl. Es gibt halt von diversen Herstellern noch so Simulatoren, die können aber dann halt nur den Hersteller und nicht mal irgendwie was passiert, wenn ich eine Cisco und eine Juniper zusammendenge. Nur die Alternative ist eine beliebige Virtualisierungsplattform deiner Wahl, zum Beispiel ein Xen oder KVM fallen mir da als erstes jetzt ein, weil ich da diverse Interfaces irgendwie bridgen kann
und mir das so zusammenstöpseln kann, wie ich will. Und wenn von irgendeinem Laster ein VMX, eine VASR oder wie sie alle heißen, gefallen sind, kann ich auch diese Images meistens in KVM laufen lassen, auch wenn die Hersteller das gar nicht so gerne mögen. Und kann mir damit meine Cisco und meine Juniper und sonst was Kisten oder ich glaube VEOS gibt es auch von Arista irgendwie zusammenstöpseln oder halt Linux-Kisten nehmen oder wenn es denn sein muss, den Windows-Server, der dann mit irgendwas anderem BGP spricht. Aus dem Off kommt gerade von Cumulus Linux gibt es auch Images für die Cloud. Und da bis das halt die volle Flexibilität braucht wahrscheinlich einen Sack voll Bridges auf dem Host dann, um die VM so zusammenzustöpseln, wie man das dann gerne hätte als Topologie. Aber ich glaube, damit kommt man am Ende des Tages weiter und das kostet halt alles nichts. Ja, ich hatte mir jetzt schon mal EFNG angeguckt, das sah halt wirklich gut aus, zumal für die ganzen Hersteller, die Template schon drin sind, muss nur irgendwo das Image muss halt irgendwo herfallen. Hm. Weil ich frage, ob es irgendwas anderes gibt, was ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe. Nee, GNS3 macht das ja genauso. Ja. Was bei GNS3 spannend ist, dass du auch mehrere Backend-Server zusammenlinken kannst und das für dich die ganze Magie im Hintergrund macht mit den ganzen UDP-Tunneln und weiß ich nicht. Okay, gut, danke. Oder wenn es Blech sein darf, einen Stapel Abus kaufen. Ja. Linux-Containers, Routing-Tables ergibt. TC für die Links dazwischen, 10% Packet Loss simulieren oder so, wenn eine reine Protokollsimulation machen wir das Ganze mit Linux-Container und sehr einfach arbeiten. Machst einen OpenV-Switch dazwischen, lässt das Ding mit einem OpenFlow laufen, mit einem Controller wie Ray, hast du sogar noch sehr detailliert, was da an Flows zwischen den einzelnen Teilen läuft. Ich habe zum Beispiel Proxmox bei mir zu Hause mit OpenFlow, mit OpenV-Switch am Laufen, nicht mit dem Linux-Bridging-Modul. Da kriegst du sogar S-Flow-Statistiken raus. Also man kann das beliebig skalieren. Also ich mag die APUs ganz gerne, ich benutze die auch gerne in der Ausbildung und damit kann man halt viel simulieren. Also gerade dann kann ich halt Kabel ziehen. Wenn es jetzt darum, wenn man weiß, was man tut und sich nur was simulieren will, dann ist eine virtuelle Umgebung natürlich einfacher. Wenn man irgendwem was zeigen will, wo man es auch anfassen kann, dann finde ich die kleinen Kisten schon ganz cool. Ja, kostet halt 200 Euro pro Ding ungefähr. Aber gerade für Ausbildung etc. ist das super. Dann kann man wirklich Kabel ziehen und Effekte zeigen. Eventuell den Raspberry 4 sich mal ansehen, wenn die zu teuer sind. Der hat in der Zwischenzeit auch einen ganz guten Netzwerkdurchsatz. Hat aber nur eine Schnittstelle. Wobei sie jetzt zwei USB-3-Ports drauf haben und damit kannst du im Prinzip dir noch weitere Gigabit-Ports dazustecken. Ja. Mininet wäre das sicherlich mal als Stichwort zu nennen. Fürchterlich. Ja, Mininet, Maxinet etc., da gibt es noch Netzwerksimulationsumgebungen. N3. Ja, es gibt eine gute Simulation Mininet, wo Linux-Prozesse als Router zusammengestöpselt werden. Es gibt eine sehr gute Videos von David Bombal auf YouTube. Der spielt da mit OpenVSwitch und OpenFlow rum. Und das ist beeindruckend, wie die grafische Darstellung das dann widerspiegelt. Für Ausbildung sehr gut. Warte mal, im akademischen Umfeld gibt es auch noch N3, dieses Python-Monster, was sie sich da gebaut haben. Das ist, hat eine sehr komplexe API, aber damit kannst du sehr schön Netzwerke simulieren. Aber nur auf Protokollebene, nicht vendor-spezifisch. Keine weiteren Fragen mehr. Doch, da kommt einer. Super. Wenn ich mehrere Standorte mit dynamischen öffentlichen IP-Adressen verbinden möchte, was ist da der Best-Practice-Ansatz, um da Side-to-Side-Tunnel zu konfigurieren? Habe ich überall dynamische IPs oder habe ich einen Standort, der statische hat? Leider überall dynamisch. Das ist erstmal doof. Wie viel Traffic soll denn dazwischen durchfließen? Also es geht vor allem darum, zum Beispiel
zum Beispiel nächtliche Backups oder so zu fahren. Brauche ich irgendeine Komponente, irgendeine zentrale Komponente, sei es irgendwo eine VM bei Hetzner, Strato, weiß nicht, wo die Dinger sich melden, die Bescheid sagen, welche IP sie haben und dann kann ich Tunnel neu konfigurieren. Zum Beispiel. Der Stefan hat noch bessere Ideen. Möglichkeit wäre auch OpenVPN mit einfach dynamischen DNS-Einträgen. Das stimmt. Also, ne, jedes Mal, wenn ich die IP ändere, muss ich halt meinen DNS-Eintrag ändern, dann bricht halt einmal kurz der Tunnel weg, connectet sich neu und damit sollte es dann gut sein. Genau, das ist dieser dünne DNS-Ansatz, den du fahren kannst. Da hast du mal das Problem, dass das halt eine Minute dauern kann, bis du wieder den Tunnel aufbauen kannst. Der Nachteil bei den Ansätzen mit den nicht festen IP-Adressen ist, dass du, wenn du IPsec-Tunnels da drauf machst, die im Aggressive-Mode laufen lassen musst. Und damit akzeptieren sie erstmal alle Pakete, die da drauf ankommen. Das heißt, DDoS-Attacken auf solche Ports sind relativ einfach zu etablieren. Ich würde als erstes meinen Provider fragen. Telekom oder Vodkabel bietet im Businessbereich für 5 Euro feste IP-Adressen an. Es macht das Leben wesentlich einfacher. Du kannst sogar IKE2 benutzen mit ein paar Vorteilen. Das Rekeying geht da schneller. Also ich würde da wirklich gucken, mir feste IP-Adressen zu besorgen. Das andere ist dann die klassische Hub-and-Spook-Architektur, wo du mit dynamischen Clients auf den Zentralen raufgehst und die sind in der Zwischenzeit sogar in der Lage, auch von Vendern, dass die in dem Augenblick, wo die feststellen, dass die untereinander Traffic machen, nicht mehr über den Hub gehen, über die Mitte, sondern dass die untereinander sogar den Traffic machen. Die tauschen im Prinzip ihre IP-Adressen auf und dann machen die für den Flow eine direkte Verbindung untereinander auf. Funktioniert auch ziemlich gut. Das ist auch in der Zwischenzeit Standard in den meisten kommerziellen Systemen. Also die aus der Netzwerksicht kommen, nicht diese Firewall-Dingsbums-Dinger, sondern die auch richtig aus dem Netzwerk-VPN-Bereich kommen, die professionellen Geräte. Wie bitte? Du kannst bei Juniper zum Beispiel gucken. Die haben das drin, aber Cisco kann das auch genauso. Ja, Stichwort bei Cisco wäre dann DMVPN oder GetVPN. Zieh einmal kräftig ran. Jetzt ist es so. Also ist es machbar. Ist es nicht kein muss man ein bisschen mit rumspielen. Aber dynamische IP-Adressen sind etwas ungünstig. Wenn du Glück hast, bleiben die übrigens über lange Zeit stabil. Also diese Zwangs, alle 24 Stunden Trennung und Feste, ist auch gar nicht mehr so. Auch die IPv6-Sachen, manche Provider wechseln halt nicht. Auch die Kabelmodem-Anbieter, da hast du auch, wenn dein Modem nicht neu bootest, hast du sehr, sehr lange Zeit dieselbe IP-Adresse, was daran liegt, dass die Kabelmodems sich über DHCP die IP-Adressen ziehen. Das heißt also, die haben deine IP-Adresse immer noch mit der MAC-Adresse deines Kabelmodems im Cache zu liegen. Und wenn du halt innerhalb der Cache-Timeout-Zeit das Modem wieder hochkommt, kriegst du normalerweise auch immer dieselbe IP-Adresse zurück. Aber das ist keine hundertprozentige Garantie, ich würde die mal so bei 95% ansetzen. Gibt es eigentlich in Deutschland Endkundenprovider, die einem Privatkunden sowohl ein statisches Präfix als auch ein zusätzlich dynamisches Präfix zuweisen? Irgendwer sagt ja. Also Tal.de in Wuppertal scheint das zu tun. Also Tal.de in Wuppertal, die schalten auf jeden VDSL oder VDSL-Anschluss von einer DTAC auf für extrem kleines Geld über einen Klick im Bestellformular, wo man sagt, ich brauche mehr als eine V4-Adresse, fällt da auch eben nochmal ein /29 raus und V6/48 kostet okay. Für ein VDSL 145 Euro im Monat. Kann man so machen. Die Jungs sind auch relativ offen von dem, was ich gehört habe. Mit denen kann man aber reden, wenn man irgendwie Speziallösungen braucht. Wir brauchen eine Pausenmusik, fällt mir gerade auf. Ja.
Nein, nicht die. Hallo, was sollte eine Internetleitung eurer Meinung nach maximal kosten für einen Businesskunden? Weil da gibt es ja verschiedene, zum Beispiel die Telekom bietet dieses Deutschland-LAN an für ziemlich wenig Geld und dann gibt es halt NetCologne, die für viel Geld ungefähr das gleiche anbieten. Auch da wieder ein gesundes kommt darauf an, was die Leitung können soll. Ich glaube, diese Deutschland-LAN-Leitung ist mit VDSL im Vorprodukt. Nicht zwangsläufig, glaube ich. Ja, aber so bis 100 Megabit machen sie, glaube ich, da VDSL drauf. Also, ja, genau. Und da hast du halt ganz andere Verfügbarkeiten, wie zum Beispiel bei einer Company Connect von der Telekom oder halt einer entsprechenden Leitung von NetCologne oder. Na, für die VDSL-Leitung hast du, glaube ich, 98,5% aufs Jahr. Das sind, jetzt muss ich mal lügen, ich glaube, 3 Tage Ausfall oder so, die sich die Telekom da erlauben kann. Und du hast bei einer Company Connect 99,9% Verfügbarkeiten. So, und das lassen sie sich halt bezahlen, weil halt die Technik dahinter entsprechend auch redundant sein muss und verfügbar sein muss. Und dann kommt es bei manchen Dingen noch darauf an, wo du bist. Also in Frankfurt kostet dich eine dicke Leitung wahrscheinlich weniger, weil einfach mehr verfügbar ist als irgendwo auf dem platten Land. Also wenn wir uns hier in St. Augustin den Gigabit symmetrisch irgendwo hinlegen lassen, zahlen wir da wahrscheinlich deutlich mehr Säcke voll Gold, als wenn man das irgendwo in einem der größeren Zentren tut. Kann ich auch nochmal erweitern, nicht? Das Problem ist bei allen Bandbreiten unter 100 G, dass der optische Transport, den du dahinter hast, also die Zuleitung selber, von den Kosten her den Internetanteil massiv überwiegt. Das heißt also, wenn du mal so siehst, so ein 1-Gigabit-Anschluss in Glas irgendwo in Frankfurt, in Haus, da kostet dich der Glasanschluss 99% der Kosten. Das Internet kostet da 1% vielleicht von der Gesamtsumme drauf. Vielleicht ein kleines Prozentpünktchen mehr. Und das ist das Grundproblem, was du dabei hast. Zwar ist das Internet extrem billig geworden, wenn du große Volumina einkaufst, aber auf der anderen Seite ist die Access-Technik nicht gleichzeitig preiswerter geworden. Die ist also nicht ganz so steil nach unten gegangen von den Preisen her. Und das ist so das Problem, was du da nachher am Ende hast, wo dann auch die großen Preissprünge auch herkommen. Ah, und zu SLAs übrigens, lest eure Verträge aufmerksam durch. Und zwar müsst ihr an einer Stelle aufpassen, wenn du jetzt 99% oder 98% machst mit Verfügbarkeit, guck dir die Konventionalstrafen an. Es gibt Provider in der Zwischenzeit, die am Markt 99,99999999% garantieren. Und weißt du, wie die rechnen? Wenn die 2 Tage Ausfall haben, kriegst du von einem Monat 1/15 der monatlichen Summe, maximal aber das, was du monatlich bei dem Provider ausgibst, als Ausgleichszahlung. Das heißt, wenn du für 50 Euro irgendwo einen Anschluss hast, dann kriegst du 1/15, wenn du 2 Tage in der Woche Ausfall gehabt hast. Ja, da geht es nicht darum, wie viel Geschäftsausfall du hast. Dafür gibt es wieder Geschäftsausfallversicherungen von großen Versicherungsunternehmen, sondern da geht es einfach knallhart darum, dass die nur bis zu der monatlichen Miete, zu dem, was du bezahlst, deckeln, also dir wirklich was zurückgeben. Insofern können die alle 100% Verfügbarkeit garantieren. Selbst die Telekom. Also diese Zahlen sagen, Entschuldigung, muss ich so sagen, gar nichts aus in der Zwischenzeit mehr, weil der wirtschaftliche Schaden, der daraus entstehen kann, dir niemals kompensiert wird. Stefan? Bisschen Zusatzfrage zu der Backup-VPN-Frage von vorhin. VPN wird mir eine Verbindung verlangsamen, das ist ja klar. Sie wird nicht schneller werden. Oder? Kommt jetzt auf die Leitung und die Hardware an. Ja. Also es macht es eigentlich nicht langsamer. OpenVPN ist User-Space, dann ja. Ist die Frage, wie dick ist mein Server? Also vor... Jörg, wann haben wir das gebaut? 2008 würde ich schätzen, vor 10 Jahren ungefähr, haben wir mit damals hinreichend aktueller Hardware
durch einen Prozess 300 Mbit durchgeschubst. Heute kriegt man da sicher deutlich mehr hin. Und wenn man dann ein paar Klimmzüge macht, kriegt man da auch ganz geschmeidig ein paar Gigabits durch. Nehme ich halt mehrere gleichzeitig. Also, nö. Ich sage ja ein paar Klimmzüge. Also, selbst mit OpenVPN mache ich dir zwischen zwei Standorten, wenn ich im Zweifel rechts und links zwei IPs kriege oder so, auch ein paar Gigabit. Aber das ist wirklich OpenVPN. Wenn ich jetzt über richtig Bandbreite nachdenke, dann möchte ich das ja wahrscheinlich mit irgendwelcher Netzwerkhardware machen. Die macht im Zweifel IPsec und das in Hardware. Mhm. Macht man nicht? Es gab einen Hersteller, der nannte sich HIFN, glaube ich. Der hatte so eine kleine Karten gebaut mit Hardware-Verschleunigern drin. Das war ziemlich cool. Damals waren die Prozessoren halt relativ langsam. Was du heute machst, ist was ganz anderes. Die CPUs, die du hast, haben alle AES-Kryptobeschleuniger drin. Das merkst du, wenn du zum Beispiel Betriebssysteme hast, die zum Beispiel alle Daten im Arbeitsspeicher und auch auf der Festplatte im Prinzip, ohne dass du es merkst, komplett verschlüsseln mit AES-Krypto. Und darum, die CPUs sind heute so leistungsfähig, dass du dir keine Spezialhardware mehr reinstecken musst. Gut, ich mach's dann trotzdem. Das Problem liegt eher daran, dass du mit Multicore-Systemen die Frage ist, ob du es schaffst, das so hinzubekommen, dass du mit mehreren Threads auf mehreren CPUs das laufen lassen kannst, ohne dass du dir fortwährend Cold Cache einhandelst. Was dann nämlich die ganze Geschichte ausbremst. Und da sind natürlich die Network-Stacks immer mit den Giant Locks das große Problem, weil die nämlich dazu tendieren, wenn ein Paket reinkommt, erstmal den Cache vorne zu killen. Und das kann dir massiv die Performance runterbringen. Das heißt also, Single-Task-Performance auf dem VPN ist eigentlich mit OpenVPN wahrscheinlich ziemlich cool. Frage ist, was machst du, wenn du da 1000 oder 2000 Sessions drauf hast und der andauernd anfängt, da Task-Switch zu machen? Dann geht dann, wie du sagst, auch die, da gibt es halt die Network-Pipe-Prozessoren, die halt darauf ausgelegt sind. Da ist dann der gesamte Flow, wir haben das ja vom Jörg gesehen gestern, diese schöne Grafik, mit dem wie die Pakete durch die internen, durch den Prozessor, da durchs Linux-Kernel durchlaufen. Und das ist bei denen zu fast 90% dann in Hardware implementiert. Das heißt, da läuft das Packet wirklich durch diese Grafik einmal durch bis zum Ende raus. Und da kriegst du dann nochmal auch mit mehr Flows, mehr Performance. Und dann ist halt die Frage, ob du ein Flow-basierendes oder Packet-basierendes System hast, je nachdem, wie du dein Packet-Forwarding machst. Ob du Flow-basierend bist. Die meisten der kommerziellen Systeme sind Flow-basierende. Mit dem Nachteil, dass sie halt irgendwann mal Schluss ist mit Flows. Dann können sie dann nämlich nicht mehr ändern. Also das Thema ist deutlich komplex. Für Heimanwendungen, OpenVPN finde ich auch eine gute Lösung an der Stelle, aber es gibt natürlich auch, wenn du nur Punkt zu unten im Server machst, kannst du auch IPsec oder L2TP oder sowas machen. Das haben die meisten Clients alle schon mit drin. Funktioniert auch gut, aber es ist meistens dann so auf 20, 30 Mbit limitiert. Ja, also dieser komische kleine Edge-Router, der bei mir zu Hause steht, macht die IPsec-Krypto im Cavium-Chip. Der macht da auch durchaus Durchsatz. Also eine SAX300 zum Beispiel von Juniper ist ausgelegt auf 300 Mbit Durchsatz. Das heißt, wenn du anfängst im Gigabit-Bereich, dann gehst du auf die 1600er, auf die großen Systeme. Und dann reden wir jetzt mal von einem Preissprung von 500, 800 Euro für die Kiste im freien Markt, dann auf einmal auf 3.000, 4.000 Euro. Naja, klar. Und das heißt, das wird dann nachher im Endeffekt teuer. Aber wenn du jetzt Backup-Systeme zum Beispiel hast, Low-Latency-Anforderungen, sonstiges, kommst du da nicht drum rum, das Geld dann auch anzulegen. Schnelles VPN kostet Geld. Frage beantwortet? Nee, ich habe sie noch gar nicht gestellt. Okay. Sehr schön. Dann haben wir es noch warm. Genau. Wir haben ja Zeit. Gibt es jetzt ein. Heute habe ich, wenn ich weiß, dass ich über SSH meine Backups laufen lasse, brauche ich dann VPN? Und da kann ich sagen, nee, ich habe NAT auf meinem Router, der forwards auf dem Backup-Server und ich habe über die Firewall geregelt, dass nur IP A, B, C draufkommen. Gibt es da einen Nachteil? Gibt es da einen Sicherheitsgrund, den ich nicht sehe, was da nicht gut wäre? Naja, der SSH-Port eines Backup-Servers steht offen im Internet. So. Solltest du da jetzt irgendwie eine alte SSH drauf haben oder so? Du musst den natürlich aktuell halten. Aber ansonsten, warum nicht, wenn es funktioniert? R-Sync über SSH, genau. Funktioniert ziemlich gut. Ja, eben. Ne? Also R-Sync über SSH tut super. Nimmst du Backup-PC, läuft das auch wunderbar. Machst No-Password-Policy an im SSHD. Ja. Und dann gibt es halt noch für DDoS-Attacken kannst du dir noch Linux-Firewall davor was reinknallen, dass der halt bei
vielen Angriffen aus einem bestimmten IP-Adressbereich den Port einfach zumacht. Genau, wenn es eh nur eine Whitelist ist, von der es erlaubt ist, ist das ja auch egal. Genau. Ja, nach den ganzen Spezialistenfragen jetzt mal wieder eine etwas normale Frage für den Heimanwender. Und zwar habe ich letzte Woche ein bisschen mit Wi-Fi 6 mich mal informiert, nach Access Points und WLAN-Routern. Und da ist mir der Begriff controllerloser WLAN-Router über den Weg gelaufen. Könnt ihr mir da was zu sagen? Router oder Access Point? Access Point, Controller, also ein Controller-Free Access Point war das. Und da konnte ich mir so gar nichts drunter vorstellen. Soll ich? Ja, mach du mal. Ich kram gerade mal noch einen raus. Hier im Raum gibt es ja zwei Access Points davon, von den Unify AC Lite. Genau, die kenne ich. Standardmäßig möchten die einen Unify Controller haben zur Verwaltung. Die Daten laufen dann nicht rüber. In diesem Dongle, ne? In diesem USB. Genau, wie ist das Ding? Cloud Key oder so heißt das Ding, glaube ich. Ja, genau. Wenn der bootet, redet der mit seinem Controller, ey, hast du eine neue Config? Oder wenn ich irgendwie in dem Controller rumklicke, kriegen die Kisten eine neue Konfiguration, zum Beispiel wie das WLAN heißen soll, welches Netz hinten rausfallen soll, etc. Und danach schieben die Daten lokal ins Netz und sagen dem Controller nur, hey, ich habe gerade so viel Clients, etc. Das heißt, wenn der Controller umfällt, läuft es weiter. Jetzt möchte man vielleicht für zu Hause nicht so einen Controller aufsetzen müssen, sondern das Ding einfach nur an die Wand nageln, einmal irgendwie konfigurieren und fertig. Das ist wahrscheinlich dann die controllerlose, oder das ist gemeint mit controllerloser Setup, dass ich das Gerät einmal konfiguriere und zwar nur das, ohne irgendwas Externes. Und dann macht es mir das WLAN und bridge das aufs Kabel oder tut irgendwas anderes. Wenn es ein reiner Access Point ist, wird es wahrscheinlich nur eine Verbindung zwischen Funk und Kabelnetz sein. Ohne halt ein externes Ding, wo auch immer das läuft, was es verwaltet, sondern die Verwaltung findet auf dem Gerät selbst statt. Ja, aber das ist das doch im Endeffekt so ein klassischer Plasterrouter, den ich einmal konfiguriere und dann vergesse. Dann quasi. Nur halt als Access Point dann. Ah, okay. Ja, das hörte sich an wie der heiße Scheiß, aber wie gesagt, ich könnte mir nichts drunter vorstellen. Und es gibt noch solche Controller-Lösungen, zum Beispiel von darüber. Da hast du dann einen Access-Point, der oder ein anderer. Ja. Da gibt es von Aruba zum Beispiel, ohne jetzt für die Schleichwerbung zu machen, weil es auch von anderen Herstellern gibt, Virtual Access-Points. Da hast du den Controller nicht in so einem Stick, sondern da übernimmt einer der Access-Points innerhalb deines Netzes die Konfigurationsaufgabe. Und da gibt es zwei Ansätze für die Konfiguration. Der eine ist, was Max erzählt hat, das ist im Grunde nichts weiter als, dass auf den Kisten läuft ein kleines Linux. Der Controller schickt dem einen WPA-Supplicant-File rüber mit einer Konfiguration und dann kommt noch eine zweite Datei drauf, da steht dann drin, welche VLANs auf welches Bridge-Modul und welches Bridge-Modul mit welchem Wi-Fi verbunden wird. Und das ist eigentlich alles. Ich habe die Dinger debuggt mit JTAG-Connector. Also da ist nicht viel hinter an der Stelle. Und eigentlich das ganze Konfiguration machst du in einem Webfrontend, der generiert die Konfigurationsdateien und pusht die im Prinzip dann auf die Access Points drauf, sobald die sich melden. Die sagen, hallo, ich brauche was, und dann schiebt er die Konfiguration hoch. Und dann gibt es die dritte Klasse. Die machen dann Folgendes, da hast du den richtigen Controller. Und die schieben wirklich die Frames, die sie auf dem Funknetz bekommen. Die schicken diese Frames komplett über ein eigenes Tunnelprotokoll, CAPVAP zum Beispiel bei Cisco, an den zentralen Controller. Und der Controller macht dann alles. Der kümmert sich um die Zuordnung, das Entpacken, Marshalling, Demarshalling und den ganzen Krimskrams und schiebt das dann halt auf irgendwie wieder Daten auf was raus. Also wenn du Deutsche Bahn zum Beispiel fährst, hast du ein CAPVAP-basierendes Cisco-System, was benutzt wird. Der Controller steht nicht im Zug, sondern der steht draußen irgendwo im Rechenzentrum. Erklärt dann auch manchmal, warum das nicht so richtig gut funktioniert. Aber ja, es gibt da Lösungen in allen drei Bereichen. Und der mittlere Teil, das ist eigentlich ziemlich gut, gibt es auch von TP-Link zum Beispiel und ist eigentlich eine coole Lösung, weil es genau das Beste von beiden Welten enthält. Zentraler Punkt für die Administration, du kannst ein bisschen Filterregeln und sonst was definieren, drückst auf den Knopf, die meisten Wohnungen sind ein bisschen verwinkelt, du machst zwei, drei von den Access Points, die können in der Zwischenzeit auch meshen ohne Netzwerkkabel, drückst auf den Knopf und wupp, die Konfiguration ist drauf und du musst nicht jeden einzeln konfigurieren, das ist sehr angenehm. Und das kostet dich vielleicht, ich weiß nicht, was kosten die Dinger, 50 bis 100 Euro und so, ist nicht viel. Glaube, habe ich gerade ungefähr 80 Euro in der Hand. Einer. Das sind noch die kleinsten, die es aktuell gibt. Dual-Band, 2,4 GHz und 5 GHz. Außerdem ist der Upgrade-Pfad ziemlich einfach. Kommt die nächste Generation raus, machst die nächste Generation ran, hast einen zentralen Controller, hängst das Ding rein, sagst, addet einfach zu der Gruppe dazu und dann konfiguriert sich das Ding komplett so, wie du es brauchst.
Auch das ist toll und die Dinge skalieren wunderbar auch für eine 200-Personen-, 600-Personen-Firma. Also du kannst das sogar in der Größenordnung einsetzen. Also dann würde ich nicht mehr die nehmen, dann würde ich die HD-Version davon kaufen, die kostet dann dreistellig, aber das ist es dann auch wert. Und CAPVAP machen auch alle anderen Hersteller. Ich kann aber nicht zum Beispiel einen Aruba Access Point am Cisco-Controller betreiben. Das funktioniert nicht, weil da verstehen sie sich nicht mehr. Die haben proprietäre Krypto da drin. Ja. Und das Problem bei CAPVAP ist, dass halt Control und Data Plane im selben Tunnel laufen. Das heißt, da ist nicht mal eine Chance zu sagen, ich möchte die Data Plane getrennt haben, um die zum Beispiel anders zu shapen und die Control Plane etwas performanter zu bekommen. Das ist ein Riesennachteil bei dem CAPVAP-Protokoll. Wobei man gerade im WLAN ja gerne Controller haben möchte, wenn es mehrere Access Points sind, damit man die Funkfrequenzen etc. sinnvoll verteilt. Je nachdem, wie clever der Controller ist, macht er das sogar sinnvoll von alleine und ich muss nur sagen, Magic und mach mal, damit ich keine Kanalüberlappungen habe. Band Steering, das ist auch ein cooles Feature. Genau. Also wenn es nur einer ist für zu Hause, ist das vollkommen wurscht. Wenn es mehrere sind, könnte tatsächlich irgendeine wie auch immer geartete controllerbasierte Lösung schon ganz clever sein und sei es wirklich das Unify. Dazu fällt mir jetzt gerade noch ein, ich habe zwei Fritzboxen im Haus verteilt, die eigentlich nur Access Point machen, also die machen den ganzen anderen DSL-Kram nicht. Die haben beide eine Kabelverbindung, stecken also mit ihrem blauen Port im lokalen Netz, sind nur WLAN-Bridge und strahlen dieselbe ISS-ID aus, wissen aber eigentlich voneinander nichts. Ist das ein Problem? Ist das unschön? Sollte man das besser meschen? Also es ist kein Problem, es ist auch nicht unschön, weil so hat Wi-Fi jahrelang funktioniert, dass einfach nur die Access Points dieselbe SSID ausgestrahlt haben und halt im lokalen Netz hängen. So, und das Einzige, was dir passieren kann, das ist, wenn dein Gerät von einem Access Point zum anderen roamt, du eine kurze Verbindungsunterbrechung hast. Das ist unschön, wenn du Voice-over-WLAN machst. Aber ansonsten solltest du da eigentlich keine Probleme haben. Also ich würde zusehen, dass sie beide auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs sind, aber dann war es das. Was ist mit Spanning Tree auf den Ports? Wenn du WLAN Access Points hast und du hast eine MAC-Adresse auf einem Port und du ziehst zum anderen um, sieht er dieselbe MAC-Adresse auf dem zweiten Port und normalerweise springt dann doch Spanning Tree an. Spanning Tree arbeitet doch eher mit BPDUs statt mit MAC-Adressen. Deswegen die Frage. Du hast ja keinen Loop an der Stelle. Und ja gut, aber ich sag mal, auf den Uplink-Ports zu einem WLAN-Access-Point mache ich keine MAC-Filter drauf. Das kann ich mir auch gleich selber in den Fuß schießen. Und das ist ja nichts anderes, als wenn der Switch merkt, so, okay, die MAC-Adresse ist jetzt auf Port 7 und dann hört er sie plötzlich auf Port 6 und dann weiß er, okay, die MAC-Adresse ist jetzt auf Port 6. Weil so arbeitet ja ein Switch. Das, was er hört, lernt er und weiß, okay, dann muss er sich auch wieder rausschicken. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er die Fritzbox so, dass die halt sagt, Internet über diesen Warnport, wahrscheinlich so eine ganz neue, wo der blaue Warnport dran ist, richtig? Genau, dann wäre eigentlich der Nachteil, dass du kein IP6 hast auf den Endgeräten, weil du hast IP6 vorher. Die Box müsste NAT machen, zumindest kenne ich das nur so, dass es nur so konfigurierbar ist. Dann macht sie NAT, dann hast du kein IP6 auf den Endgeräten. Ja, das wäre dann eigentlich ein Nachteil von der Konfiguration. Und da wäre jetzt eigentlich auch meine Frage, was denkt ihr, wann das die Leute wirklich merken? Weil heute, wenn jemand nur IP4 hat, ein Endconsumer, merkt das nicht, weil die Seiten alle heute IP4 funktionieren. Was ist eure Einschätzung, wann wird ein normaler Endconsumer merken, wenn er kein IP6 auf seinem Endgerät hat? Uff. Wird noch ein paar Jährchen dauern wahrscheinlich, bis wir V6-Only-Services haben. Ja, also es wird auf jeden Fall noch ein paar Jährchen dauern, weil noch kann ich IP-Adressen, also IPv4-Adressen kaufen.
Wenn man es merkt, ich habe es bei der Telekom, dass YouTube über V4 manchmal ruckelt, über V6 ist es deutlich schneller, weil sie direkt in Hamburg pieren mit Google. Also die Dienstgüte ist manchmal einfach besser über IPv6. Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich zum Beispiel keine NAT-Gateways da drin habe. Also gerade wenn wir jetzt über DS-Lite-Deployments reden, wo dann Carrier-Grade NAT im Bild ist, irgendwann sind diese Boxen einfach mal dicht, weil da halt alles durch muss, NAT-Tabelle voll oder was auch immer. Das merkt man bei gerade den Kabelnetzbetreibern zum Teil schon deutlich in den Abendstunden, dass die Kisten dann umfallen und dann werden Dinge langsam. Svajo schüttelt mit dem Kopf, ich merke das selber. Ob es dann vielleicht noch andere Gründe hat, mag auch sein. Vielleicht ist auch das Kabel voll, aber ich kenne auch genug Leute, die in Sessions sterben und das liegt dann tendenziell ja schon eher an den CGN-Kisten. Die CGN-Kisten haben eigentlich genug Ports und haben auch richtig Durchsatz. Also ich habe selber an den Kisten gearbeitet. Ich weiß, dass da nichts verloren geht an den Dingern. Das größere Problem ist, dass die Cable-Management-Systeme also an der Stelle eher die in Timeouts reinlaufen. Die Carrier-Grid-NAT-Systeme sind eigentlich ziemlich robust. Da passiert nicht viel. Da wird auch nichts verloren gehen. Und was IPv6 angeht, warum es manchmal besser ist, liegt zum Teil noch an einer sehr witzigen Situation, die ich also sehr, sehr, sehr witzig finde. Ich weiß nicht, ob es andere auch so sehen. In IPv4 haben die meisten Carrier SLAs. Das heißt, also, die garantieren dir Sachen. Und IPv6 ist ein Best-Effort-Service. Das heißt, sie garantieren dir keine SLAs. Deswegen haben die Netzwerkabteilungen manchmal sogar die Möglichkeit, IPv6-Peerings aufzusetzen mit mehr anderen ISPs, weil es ist ja ein Best-Effort-Service, für den ja Kunden nicht bezahlt, wogegen IPv4 ein sogenannter Premium-Service ist, für den sie Geld kassieren müssen. Das heißt, die meisten Packet-Verluste, die du bekommst, ist, weil die einfach mit den anderen IPv4 die Bandbreiten zulaufen, wogegen sie bei IPv6 deutlich mehr Freiheitsgrade oft haben. Also da ist auch einer der Gründe. Wie gesagt, es ist kein Premium-Service und das hilft an der Stelle wirklich. Das heißt, das wird schlechter, wenn es ein Premium-Service wird? Das ist die Konsequenz, ja. In dem Augenblick, wo sie feststellen, nimm mal an, du hast YouTube oder irgendeine, es ist im Grunde immer die Frage der Wertschöpfungskette, die du innerhalb des Internets hast. Da hast du ein YouTube mit einem Anbieter, der verdient Geld. Netflix, Amazon Prime, wie sie auch alle heißen, ich vergesse jetzt wahrscheinlich die meisten, aber die verdienen halt Geld. Und das sind dann sogenannte Over-the-Top-Carrier und die wiederum verdienen mit der Infrastruktur von Dritten Kohle. Aber die wollen dafür die Ports nichts bezahlen. Die wollen sich auch nicht beteiligen an den Kosten, die Bandbreiten auszubauen in den Backbones. Ein fortwährender Kampf. Und den führen sie zum Teil auch über Verschlechterung des Services aus. Klar. Der Endkunde ist der Gelackmeierte. Der sieht nur, dass sein Service nicht funktioniert. War es das? Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch was wissen? Großes Kopfschütteln. Was machen wir jetzt, damit es besser wird? Damit was besser wird? Ich muss jetzt mal für die Deutsche Telekom eine Lanze brechen. Die liefern seit Jahren stabiles DSL. So. Zumindest meine Erfahrung. Sie liefern stabiles DSL, sie liefern mittlerweile auch stabiles Telefon, auf dem sie das halbwegs in den Griff gekriegt haben und machen eine ganze Menge richtig. Das waren die ersten, die irgendwie deutschlandweit Dual-Stack ausgerollt haben, die bei ihren Routern tatsächlich auch V6 anmachen, per Default. Also so ein Speedport hat per Default irgendwie V6 angekriegt, eine Adresse und verteilt sie auch. Das ist eigentlich schon ziemlich gut, es ist nur leider ziemlich teuer. So. Was die Telekom teilweise aktiv verhindert, ist Glasfaserausbau, indem sie nämlich einfach sagen, wieso, ihr habt doch hier schon Breitbandförderung, wir bauen hier jetzt mal kurz VDSL auf und klauen, ich sag mal, dem kleinen Carrier dadurch die Breitbandförderung fürs Glasfaser. Darf ich da mal reingerätschen? Bitte. Ich glaube, wir haben in der Community einen völlig falschen Fokus. Wir sollten aufhören, über Glasfaser zu reden.
Denn was wir sagen und was du sagst, ist, du verbindest Glasfaser mit einem bestimmten Services, die du erwartest. Wir hatten ja mal drüber gesprochen. Du willst symmetrische Bandbreite haben, du willst feste IP-Adressen haben, du willst Stabilität haben, du willst IPv6. Das kannst du auch alles über nassen Schnürsenkel bekommen oder über eine Funkverbindung oder über Glasfaser ist nur eine mögliche Zugangstechnologie. Was im Augenblick passiert, das ist meine Interpretation, man benutzt im Moment Glasfaser, Ausbau, als Druckmittel in der Politik, Fördergelder zu kassieren für Glasfaserausbau. Und was macht man auf den Glasfaserleitungen? Dieselben Services, die du auf VDSL-Leitungen, auf Kupferleitungen hast. Was hat das uns jetzt gebracht? Gar nichts, nur dass halt Glas im Haus liegt. Ich war in Marseille gewesen, da ist so eine kleine Zigarettenschachtel große Box gewesen, SC-Stecker drauf, PON-Netz, 100 Mbit symmetrisch. Und das hat wahrscheinlich nicht mehr gekostet als ein VDSL-Anschluss. Ich kann nur empfehlen, nicht mehr mit seinen Abgeordneten über Glasfaser zu sprechen, sondern wir müssen uns einen besseren Namen ausdenken dafür. Ja, also ne, grundsätzlich geht es halt nicht über die Zugangstechnologie, also nicht um die Dienste darüber, sondern über die Zugangstechnologie, weil ich sag mal, mit dem Kupfer ist irgendwann Ende, bandbreitenmäßig. Ich glaube, der Punkt, oder die Richtung, in die du gehen möchtest, wäre doch eine Open-Access-Infrastruktur, oder? Ja, also das, was ich, wenn ich Wünsch dir was spielen könnte, hätte ich gerne eine Infrastruktur, die in, sag mal, einer Hand liegt, meinetwegen auch verstaatlicht ist, wo jeder Carrier drüber Dienste anbieten kann. Oder von den diskriminierungsfreier Zugriff ist da das Fachwort für. Was bitte? Das heißt im Amtsdeutsch diskriminierungsfreier Zugriff. Ja, genau. Na, Ähnliches könnte man ja zum Beispiel auch mit dem Funknetz machen. So, das kannst du mit 5G, mit den Slices realisieren. Richtig. Wenn es die Politik erlaubt. So, momentan darf wieder jeder Carrier einzeln irgendwie teuer Frequenzen kaufen, selber teuer ausbauen. Was haben wir davon? Ein schlechteres Netz. Vielleicht sollte man ein bisschen über dieses Open Access, ich finde eigentlich auch den Ansatz gut, den hast du zum Beispiel in der Schweiz, in Zürich zum Beispiel, mal ein paar Worte verlieren. Das ist im Grunde die Idee dahinter ist, dass alle Leitungen, die in Wohnungen führen, in Privatwohnungen, an einer Stelle zusammengeführt werden. Wie es im alten Telefonnetz war, wo du alle Kupferadern in den Hauptverteiler geleitet hast, auf den sogenannten Copper Distribution Frame, also eine große Gestellreihe, wo jede Telefonleitung im Grunde terminiert hat. Und jetzt konnte halt jeder Anbieter, der rangang, als die Regulierung stattgefunden hat, sich einen Raum mieten, 7 Quadratmeter, eine Steckdose, 16 Ampere, 16B Sicherungsautomat und ohne Klimaanlage. Und dann durftest du halt deine Kupferkabel da drauf patchen. Und du hast dann halt für die letzte Meile der Deutschen Telekom halt was bezahlt, die berühmte Talregelung. Und was du vorschlägst, und das finde ich auch eine sehr coole Idee, dass man jetzt sagt, was gibt es als neue Zugangstechnologien? Das kann übrigens auch PON sein übrigens, aber Glasfaser ist das Einfachste. Du legst halt in jede Wohnung eine Glasfaser und die Glasfasern terminieren in den alten Hauptverteilern. Das heißt, du brauchst auch nicht mehr so viele, weil du kannst 10 Kilometer überbrücken. Das heißt, du kannst durch jeden 10. Hauptverteiler im Prinzip alle Glasfasern aufschlagen lassen. Und dann können auch die kleinen Provider wieder hingehen und können sich mit Glasfaserkunden hochwertige Dienste anbieten, wenn sie in dem Hauptverteiler drin sind. Das ist im Grunde auch der Ansatz von dem Open Access. Und wie gesagt, es geht auch mit PON, es geht auch mit anderen Zugangstechnologien, es geht auch mit CMTS, mit Kabel, es geht mit DSL. Die ganzen Technologien sind in den Software-Releases seit 20 Jahren eingebaut. Sie werden bloß nicht genutzt. So, ne? Also deswegen ja auch Glasfaser, weil ich mit Glasfaser halt so eine Zugangstechnologie schaffen könnte. Das wäre halt der Punkt, so Vergleich jetzt Schweden oder Norwegen, wo ich dann von heute auf morgen so, nee, ich hätte jetzt gerne einen anderen ISP und dann muss ich im Zweifel 24 Stunden warten und dann habe ich einen anderen Internetanbieter. Passive Optical Network. Also dann, ich versuche es mal zu erklären. Man hat keine dedizierten Fasern von einer Wohnung oder einem Gebäude zu einem anderen, zur Gegenstelle, zum Hauptverteiler, sondern es werden weniger Fasern gelegt und dann so der, man erinnert sich vielleicht an den Prisma-Versuch in der Schule, weißes Licht in ein Prisma, dann wird es farbig aufgeteilt in einen Regenbogen von Rot bis Lila und die einzelnen Farben werden passiv aufgeteilt auf die Wohnungen zum Beispiel, das ist so der, das, was man in Backbone-Technik als CWDM benutzt oder DWDM benutzt, Wavelength Division Multiplexing. Und was du dann noch oben drauf machst, ist ein Tokenring. Das heißt, du hast einen sogenannten Bucket, der läuft im Grunde so ein Korb, der läuft im Prinzip von Port zu Port und holt deinen Traffic ab oder liefert den Traffic aus. Und da hast du den Vorteil, dass du halt auf den KVZs, also auf diesen Schrecken an der Straße, den Traffic schon voraggregieren kannst. Und was du am anderen Ende im Prinzip hast, hast du das Gegenstück und da fallen halt die
wenn das halt der fünfte Container, der fünfte Anschluss, der fünfte in der Reihe deine Wohnung ist, fällt halt auf der anderen Seite dann auch auf dem fünften Port deine Leitung wieder raus. Es ist so eine Mischung aus im Prinzip Kabelmodem, Tokenring und Ethernet irgendwo. Es ist eine sehr krude Mischung. Der Vorteil daran ist, dass es von Elektrikern verlegt werden kann, weil das nicht mehr unbedingt Glasfaser sein muss, was du legst. Du kannst auch Plastikfaser legen. Und Plastikfaser heißt, du kannst mit einfachen Cut-Tools und mit Crimpzange Stecker und sowas machen. Das reduziert massiv die Kosten. Du hast natürlich dann wieder nur 300 bis 500 Meter Reichweite, was dich dann aber auch nicht stört in diesem Ansatz. Du musst keine Single-Mode-Fasern reinlegen. Die sind kostenmäßig, nur mal dem Vergleich, eine Crimpzange, Werkzeug kostet vielleicht professionell 300 Euro. Ein Splice-Gerät, ein vernünftiges, was ein paar Jahre hält, da bist du locker 6.000 bis 8.000 Euro los und du musst halt die entsprechende Schulung machen. Dazu kosten die Pigtails ungefähr, weiß ich nicht, 15 Euro, 25 Euro. Das heißt, das andere Zeug kriegst du im Pfennigbereich. Also deswegen, die PON-Technik ist in Ballungsräumen durchaus interessant, wo du sehr hohe Densities hast, also wo sehr viele Wohnungen sind, die du mit der Technologie erschließen willst. Auf dem ländlichen hat die Single-Mode-Faser wieder den Vorteil, weil du weniger Ports hast. Dafür hast du aber 10, 15 Kilometer Reichweite. Das heißt, du kannst also auch wirklich mit vier Fasern einen Bauernhof anschließen und kannst im Grunde dann irgendwo im Umkreis einen Zirkel schlagen, 10 Kilometer, einen Durchmesser 20 Kilometer und kannst das alles zusammen aggregieren, was mit PON dann wieder nicht ganz so einfach ist, also wenn du nur einzelne Gehöfte hast. Und das ist meine These an der Stelle, wir sollten nicht immer über die Zugangstechnologie reden, sondern einfach dafür sorgen, dass die Anschlüsse, die in den Häusern drin sind, leichter im Zugriff sind und zu guten Konditionen im Zugriff sind für Dritte. Wir brauchen wieder mehr Wettbewerb an der Stelle. Na, wir brauchen die Zugangstechnik über die Stadtwerke zum Beispiel und dann kann sich jeder Provider Leitungen mieten. Das ist ein wunderbares Geschäftsmodell. Ja. Ja. Ja gut, Stadtwerke Hamburg machen das ja. Überall, wo sie Wasserrohre verlegen, schmeißen sie gleich Faser mit rein. Die Tel verkauft dann Telefonica Glasfaser. Ja. Auch so bekannt. Diverse Feuerwehren verdienen sich damit eine goldene Nase, indem sie für jede Wasserleitung zu jedem Hydranten einfach gleich Glasfaser mit reinwerfen. Willst du aber nicht machen, weil im Winter bei Bodenfrost du auf den Kabeln nicht mehr arbeiten darfst. Ja gut, okay. Die Feuerwehrleitung, ich weiß das aus Berlin, ist so, dass die Feuerwehr eine Durchführungsvorschrift hat, wenn du 1 Zentimeter Bodenfrost hast, darfst du nicht mehr in die Schächte rein und an der Telekom-Infrastruktur arbeiten, weil da sind ja auch die ganzen Meldersysteme, Brandmelder und so weiter drauf. Und die sagen, wenn Frost ist, dann könnte man das beschädigen. Es bricht halt, es ist Plastik zum Teil. Und deswegen darfst du da nicht ran. Normale Provider sagen, da machen sie halt ein Zelt mit einer Heizung oben drüber und dann kannst du trotzdem auch im tiefsten Winter noch splicen. Bei der Feuerwehr ist es nicht ganz so einfach. Die haben höhere Anforderungen da an der Stelle. Das ist auch gut so. Keiner will in einem brennenden Haus verrecken, Max, oder? Also ich glaube, das PON-Zeug gibt es als GPON, Gigabit Passive Optical Network. Ich glaube, die deutsche Glasfaser verbaut das recht viel. Ja, du kriegst aber sogar auch bis zu 10 Gigabit über PON. Also mit real existierender Technik kannst du kaufen. Das ist halt nur die Frage der Optiken eigentlich, wie kostenmäßig die sind, was sie kosten. Bei 400 G, was jetzt gerade ansteht, könnte es passieren, dass die 100 G Optiken deutlich im Preis nochmal sinken. Also kannst du auch 100 G bauen. Na, ob 100 G für zu Hause ausreicht, weiß ich noch nicht. 100, naja, nee, du kannst größere Cluster bauen. Nimm dir ein großes Wohngebiet mit 1.000 Wohneinheiten, 2.000 Wohneinheiten, kannst du dann im Prinzip mit einem PON-System, mit einem 100 G im Prinzip, du schiebst halt den Container dann an mehr Wohnungen durch. Ja. Du kannst heftigere Loops erzeugen. Oh ja. War das bei irgendeinem AIX, wo sie auf 100 Gigabit einen Loop gesteckt hatten? Nein, gesteckt hatten sie es nicht. Das war in Amsterdam ein Internet Exchange. Da hat eine mir bekannte Person ein Skript geschrieben, für nur neue Kunden anschließt. Und da hat dann der irgendeinen Stift, also ein Auszubildner, dieses Skript halt laufen lassen. Meinte, es sei alles in Ordnung, hat aber irgendwie die Konfiguration nicht zurückgesetzt. Und dann haben sie den Port drauf gesteckt und dann ist eine Loop passiert. Die haben im Prinzip den Port vorher gecheckt und haben aber den Checkmodus nicht deaktiviert und haben den Port draufgesteckt. Und dann ist ihnen eine komplette Brocade MLX abgeraucht an der Stelle. Also die ist komplett stehen geblieben. Damit war, ich glaube, die Hälfte des holländischen Internets war verschwunden. Ja, das hatte irgendwie deutliche Auswirkungen. Sie haben die Prozesse danach optimiert.
aus der Preisklasse. Ups. Niemals in einen Stecker reingucken, wo und wie Glasfaser drin ist. Niemals mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Und man sollte besonders vorsichtig sein, wenn die Stecker von den Glasfasern nach unten zeigen oder die Buchsen. Dann sollte man definitiv auch den Finger nicht mehr unter den Strahl halten. Es gibt diese schöne Anekdote von Atwa, die, wenn die in Nürnberg Besuch gehabt haben, hatten so einen Stahlschrank in, so in der Entfernung bis zur Tafel. Und dann haben die gesagt, guck mal hier, das ist das System, was ihr kaufen wollt. Schalt mal dahin und schreib mal deinen Namen in den Stahlschrank. Dann haben die mit der Faser draufgehalten und haben Buchstaben in den Stahlschrank reingeätzt. Da sind Leistungen drauf und die Leistungen sind extrem. Also da müssen die müssen halt sehr, sehr große Distanzen zurücklegen. Und das ist dann überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was aus so einer Laserdiode beim CD-Spieler rauskommt. 800 Nanometer. Und du siehst es nicht, weil du hast 1300 und 1500 Nanometer als optische Fenster und das liegt außerhalb des sichtbaren Spektrums. Wer ein Handy hat, kannst du mal ausprobieren. Manche der Handys haben einen speziellen IR-Filter davor. Ich glaube, so ein paar von den Samsungs oder Huawei können das. Die kannst du an den Ausgang ranhalten und dann kannst du in der Kamera sehen, dass da ein kleiner Lichtpunkt ist. Die sind da empfindlich. Also beim Multimode klappt das? Man soll da nicht reingucken, nicht? Beim Multimode klappt das eigentlich mit vielen Handys. Das ist halt 850 Nanometer, glaube ich. Da sieht man meistens so einen lila Punkt. Ich glaube, ich hatte noch kein Handy, bei dem es mit Single-Mode funktioniert hat, leider. Hatte ich schon. Geht. Ich glaube, es war ein Nexus oder so, hat es geschafft, Nexus 5 oder sowas, sagen wir so ein LG-Handy. Konnte man ranhalten und dann hat er halt einen hellen weißen Fleck gehabt. Das sah halt aus wie so eine Nachtaufnahme. Oh, dann muss ich mal das Pixel ausprobieren. Das hätte viel Schönes. Die Frage ist hier, was für Geschwindigkeiten laufen, welchen Leitungen? 400G ungefähr. Kannst du heute kaufen. Du multiplexst 4x100G auf einen 400G-Container rauf. Das ist heute Standard und das kriegst du in 2HE pro Pärchen. Sie liegen die so bei 15.000 Euro in der Zwischenzeit. Ist nicht mehr so teuer. Benutzen wir sehr gerne, wenn wir in der Stadt Standorte erschließen und wir wollen dann gerne mehrere 100G-Leitungen bündeln. Was häufiger passiert, dann packst du da halt so ein System auf die Dark Fiber mit drauf und dann kannst du da halt 400G drauf machen. Und mit der nächsten Generation Laser und Optiken werden wir wahrscheinlich dann auch schon auf 800 oder mehr gehen. Also die Systeme können noch mehr, aber dann kannst du sie nicht mehr bezahlen. Das ist das, was heute kommerziell Sinn macht, das sind 400G. Also das ist dann halt gemultiplext. Das Ganze wird dann später auf Server und so aufgeteilt und jeder Server hat dann, was weiß ich, nur noch eine 10G-Karte oder was ist da so Standard? 25G ist das neue 10G. 2,5 ist das neue 1G. Genau, Multirate. Nein, also bei Servern würde ich tatsächlich jetzt auf 25 Gigabit-Technologie gehen, weil die gerade genauso teuer ist wie die 10 Gigabit-Technologie und ich dadurch einfach ein bisschen mehr Durchsatz habe. Das fand ich tatsächlich sehr spannend, als ich mal geguckt habe für neue Cisco-Switche. Ich glaube, die 9500er Katalysten, den gibt es mit 48 mal 10 Gig und 4 oder 6 mal 40 100 Gig oder auch 25 Gig mal 48 und die 6, 40, 100 Gig und die Preisdifferenz zwischen den beiden Kisten waren Hunderte bis 1.000 Euro. Dazu muss man wissen, dass die 100G-Technik in den Geräten nicht als 100G weitertransportiert wird elektrisch, sondern als 4x25G. Das heißt, auch die Optiken, die du hast, splitten das Signal, also die Daten auf in 4x25-Gigabit-Kanäle und der Switch schickt die 25 Gigabit hin und her. Das heißt, die 100G, deswegen ist das auch so preiswert, kannst du im Prinzip eine Optik reinstecken, die macht die lässt dir die einzelnen 25G-Ports rausfallen. Und deswegen ist es so preiswert. Sonst wäre das nämlich teuer. Und die 40G machen in dem Sinne zum Beispiel, gibt es auch als Technologie keinen Sinn, weil du kannst nur zwei 40G-Ports statt 4 25-Ports raus. Genau. Und das ist eine ähnliche Technologie wie bei den 40G-Ports, die ja auch 4x10 machen. Deswegen ja QSFP, also Quad-SFP. Und die neuen heißen einfach QSFP28. Weil du pro Lane 28 Gigabit Netto-Datenrate hast. Da fallen dann hinten 25G brutto raus. Wobei die 10x10 ist in keinem aktuellen Switch mehr drin. Die Boardcoms machen alle die 4x25. Ja. Und nächste Generation für 400G haben sie die 25G jetzt auf 50G erhöht. Das heißt, wir kriegen jetzt in der Backplane 50G. Damit haben sie das im Grunde elektrisch verdoppelt. Das kommt durch die Strukturbreiten vermutlich der Chips, dass sie halt mehr Daten pumpen können jetzt mit den Dingern. Aber es ist auch schon ziemlich an der Kante. Mit dem klassischen Amplitudenmodulation auf dem Lichtsignal wirst du da nämlich nicht mehr weiterkommen. Das heißt, du wirst das Phasensignal mit auswerten müssen, um mehr Daten zu bekommen. Und das bringt ganz neue Anforderungen an Glasfaser und Infrastruktur. Genau.
um nochmal darauf zurückzukommen, wie viel Daten man durch eine Faser kriegt. Wenn man da jetzt die richtig teuren Systeme dran schnallt, also irgendwie DWDMs fürs Backbone, meines Wissens sind wir da bei 80 oder 96 Kanälen, die man da parallel durchschieben kann. Möge man mich korrigieren, und ich glaube, das geht mit jeweils 100 Gig. Also 96 mal 100 Gig müsste man über heutige Technik, glaube ich, über eine Faser geschubst kriegen. Zwischen zwei Standorten. Also die 96 kenne ich mit 10G, die Aussage, okay. Aber nicht mit 100. Weil du brauchst die optischen Fenster. Du musst ja rechnen, dass du kannst Daten nicht wegzaubern an der Stelle. Also die verschwinden halt nicht. Du kannst sie auch nicht groß komprimieren im optischen Bereich. Das heißt, wenn du normalerweise 100 als 10 mal 10 überträgst, dann würde ich mal sagen, mit deinem Modell vielleicht kriegst du 10 mal 100 rüber. Aber da müsste ich selber recherchieren, was da gerade Standard ist. Also mir kommt die Zahl sehr hoch vor mit 96 mal 100. Das optische Fenster, was du dafür brauchst, das wäre ja riesig. Selbst wenn es nur 96 mal 10 Gig sind, ist auch schon eine deutliche Aussage für zwei. Das Fahrer. Gute Terra-Britzel. Genau. Das schöne Ribbon-Cable. Mhm. Dann hast du nämlich nicht mehr einzelne Faser raus, sondern hast du so eine Art Flachbandkabel mit den Glasfasern dann reingewickelt. Und dann hast du so einen Spezialstecker, wo du ganz, ganz viele Glasfaserports ganz eng beieinander hast, so eine Multicore-Stecker. Und die haust du dann halt in die Geräte rein. Ja. Das muss schon alles sehr sauber und ordentlich gemacht werden, sonst hast du da mal ganz schnell Kontaktloss. Und was halt schade ist, wenn da nur ein oder zwei Kanäle dir flöten gegangen sind, kannst du die ganze Optik austauschen, auch wenn der Rest noch funktioniert. Ja, wir haben von da hinten gerade zu sehen gekriegt, dass wir überziehen. Also von daher. Ja, dann bedanken wir uns doch mal beim Falk und beim Max. Und ja, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, die Fragen zu beantworten. Damit schließt der C116 die Pforten bis nächstes Jahr. Bitte beim Rausgehen auch noch einmal daran denken, den Talk, also den Workshop zu bewerten. Und ich wünsche allen, die heute zurückfahren, eine gute Heimreise.